Hallo Klickenabendler, wir sind bei Abacus. Neben mir ist der Matthias. Hallo. Hallo Andreas. Ihr habt dieses Jahr ein Spiel rund um die Ringe. Und zwar nicht um Herr der Ringe, sondern eher die ganz normalen Fingerringe. Ja, der Titel Herr der Ringe ist irgendwie... lizenzrechtlich. Ja, ist rausgeflogen. Nicht ganz so einfach, ne? Ja. Nee, Fringers heißt es, also eine Mischung aus Finger und Ring. Und das ist ein Action-Party-Spiel für 3 bis 10 Personen. Es ist, also dröge gesagt, ist es eine Sortieraufgabe, die aber sehr viel Spaß macht, weil alle gleichzeitig das versuchen. Man startet mit ganz viel Chaos und versucht das zu ordnen, aber zeitgleich, was auch in Chaos endet. Okay. Genau. Also es ist so, dass wir je nach Spieleranzahl jeweils ein Set pro Spieler mit 5 verschiedenfarbigen Ringen in diesen Beutel werfen. Ja. Und bevor es dann losgeht, ziehen die Spieler einfach diese Ringe auf die Finger, ja, haben dann praktisch schon mal gemischt und haben irgendwelche Ringe auf den Fingern. Jetzt gibt es dann Zielkarten in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Bei den einfachen ist es so, dass dann halt immer ein Ring jeder Farbe auf einem bestimmten Finger sein muss am Schluss. Und das ist die Aufgabe für alle Spieler, dass die Hände bei den Spielern am Schluss so aussehen. Ja? Jeder hat 2 Aufgabenkarten, eine für links, eine für rechts, oder? Nee, also der einfachste Spielmodus ist, dass alle mit der gleichen Aufgabenkarte spielen. Aber man kann später auch spielen, dass jeder eine unterschiedliche Aufgabenkarte hat. Auf los geht's los, dann wird die Sanduhr umgedreht, die wird in diese Zeitringe gestellt. Je nach Spieleranzahl hat man, oder nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad, hat man eine gewisse Anzahl an Zeitringen zur Verfügung. Heißt immer, bevor die Sanduhr abläuft, muss man sie umdrehen und in den nächsten Zeitring stellen. Und spätestens, bevor sie hier steht und abgelaufen ist, muss die Aufgabe erfüllt sein. Genau, muss es erfüllt sein. Und dann ist es jetzt so, klingt erstmal einfach, das zu sortieren. Du darfst aber auf deine Hand selber nichts umstecken. So, und zwar spielen alle gleichzeitig und du darfst immer nur Ringe von oben von dem Finger wegnehmen und musst sie dann deinem linken Nachbarn auf die rechte Hand drauf stecken. Ja, gleichzeitig kriegst du auch Ringe von deinem rechten Nachbarn und musst halt gucken, dass du da, wo praktisch Ringe falsch sind, die natürlich erstmal loskriegst, bevor dir überhaupt jemand mal den richtigen Ring auf den richtigen Finger stecken kann. Das gibt es dann auch schwierigere Karten, wo dann Ringe übereinander gestapelt sind oder du bestimmte Finger gar nicht verwenden darfst. Und kann man sehr stark in der Schwierigkeit modifizieren. Gar nicht heißt dann auch nicht als temporär Platz für den Ring. Genau, ja, der fällt dann weg. Also beim Draufziehen am Anfang, so beim Setup sozusagen, kann da schon was drauf sein, aber darf dir halt keiner was draufstecken. Und du musst halt immer besser die Ringe dann managen auf deiner Hand. Und gerade wenn dann zum Beispiel, wenn du den Modus spielst, dass jeder eine unterschiedliche Karte hat, dann weißt du zwar, was du haben willst, aber du weißt nicht, musst dann gucken, was dein Nachbar hat, der muss dir das sagen, gleichzeitig kriegst du irgendwas von rechts, musst deinem rechten Nachbarn sagen, nee, den gelben muss ich hier haben und so weiter. Also das ist eine schön chaotische Aufgabe. Ein kommunikativer Ringmanager. Sozusagen, ja. Ringtausch. Ringtausch wäre auch ein schöner Name gewesen. Ja. Fringers, erscheint demnächst? Wird April, Mai ungefähr, ja. Okay. Wenn du das als demnächst definierst. Und ist für wie viele Personen? 3 bis 10, also wirklich große Gruppen. Schöne ist auch derjenige, der zum Beispiel die Hand schon richtig hat, der ist raus. Ja, der kann dann noch die Uhr umdrehen, sowas kann er machen. Aber dann kriegst du neue Nachbarn, dann müssen die Leute wieder näher zusammenrücken. Also da ist viel Dynamik drin.